Hallo? Noch immer gibt es Visionen. 15 Notizen zu Attack on America im Dezember 2001, notiert aus der damaligen empirischen Medienlage, hier nach 10 Jahren jetzt unverändert erneut vorgestellt. Man achte auf die Unterschiede der alten Texte zu den heutigen Vorstellungen zu Attack on America. Text Nummer 14, Umschwung. Der Umschwung in der deutschen Massenkommunikation datiert auf den 11. November 2001. Die Medien bringen Antibombenstimmen. Nur noch 43% der Deutschen sind für Bush und Bomben. Das US-Kriegsziel, die Hegemonialwelt wiederherzustellen, wollen vernünftige Staatsbürger nicht mehr unterstützen. Denn die Krieger praktizieren den Ausnahmezustand. Sie haben mit der vollkommen propagandistischen Desinformationslage den geistigen Notstand erzwungen. Die absolute Solidarität ist hinsichtlich der Kriegsziele argumentationslos. Meinungsagitation und öffentliche Meinungsunterdrückung in Deutschland mobilisieren Andersdenkende. Man diffamiert sie als Pazifisten. Seit dem 11.11.01 hören und lesen wir Ansätze des Ausgleichs. Wie in 9/11/01 noch immer lauern Blindgänger dargelegt, nun von bekannten Persönlichkeiten in den Massenmedien, Bani Sadre, Exilperser, Daniel Cohn-Bendit, Europagrüner, Peter Sloterdijk, Philosoph, und scheinheilig wie fast immer stellen die Journalisten und Moderatoren plötzlich kritische Fragen. Sabine Christiansen, ARD, Norbert Lehmann, ZDF, Patrick Bahners, FAZ. Vergeltung, terroristische Strukturen zerschlagen. Die Verhältnismäßigkeit der Bombenmittel stimmte nicht. Der Aufwand ist zu hoch. Die allseitigen Schäden sind verheerend. Das Ergebnis zugunsten der afghanischen Nordallianz-Fraktionen ein Fiasko. Der deutsche Kanzler und seine Berater sind unter Bedingungen der weltpolitischen Brisanz desorientiert. Der Umschwung in der Massenkommunikation durch die Bereitstellung von Informationen, Fragen und Visionen lässt hoffen, dass ein Umschwung in den politischen Fraktionen, in der nationalen Parlamentsmehrheit, auf europäischer Ebene, in internationalen Medien, bei NATO und G8 und in den USA erfolgt. Ein neuer US-Präsident muss dem Schock vom 9/11 die Vision eines neuen American Dream geben. Titelseite und Aufmacher der FAZ in Deutsch weichen irritierend von der amerikanischen ab. Im Dezember 2001 zu Attack on America aufgeschrieben und veröffentlicht und hier jetzt unverändert nach 10 Jahren wieder vorgestellt. Schönen Dank fürs Interesse.